Wir hatten also dann nach dem Krieg, waren ja verheerende Verhältnisse in Pforzheim. Wir waren total geschädigt, die Firma war also völlig am Boden. Meine Mutter kam im Bombenhagel um. Elternhaus, Geschäftshaus, alles war zerstört. Wir hatten praktisch nichts mehr als unseren guten Namen. Die Volksbank ging mit uns durch dick und dünn. Und das war eine sehr ersprießliche Zusammenarbeit. Ich war wenige Tage bei der Bank und ich habe schon gemerkt, sowohl mit den Kollegen als auch mit den Kunden, das ist eine Faszination, ein Miteinander. Und das hat mich eigentlich immer begeistert. Anfangs dachte ich, ja, 5 bis 10 Jahre kann ich dir vorstellen. Und dann muss man sich neu orientieren. Und aus den 5 bis 10 sind 40 Jahre. Ja, und soll auch weiterhin noch ein paar werden. Ja, und es hat einfach nie einen Grund gegeben, warum man das Unternehmen wechseln soll. Es hat keinen Anlass gegeben. Fischer arbeitet tatsächlich seit wahrscheinlich 59 mit der Volksbank. Ja. Und solange etwas funktioniert, ja, muss es auch nicht unbedingt in Frage stellen und muss mir umorientieren. Eigentlich hat die Volksbank mich von Jugend an betreut und es gab eigentlich nie große Hindernisse. Ob das ein Geschäftsdarlehen war oder ein für die Baufinanzierung ein Darlehen war, man hat sich zusammengesetzt und hat entschieden. Das war die erste Erinnerung. Der Weltspartag oder wie das damals geheißen hat, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur noch, man ist da hingegangen, ja, mit seiner Mutter oder mit seiner Oma, ja, hat sein Sparschweinchen gehabt da, das hat auch so eine große Volksbank drauf gehabt, ja, und dann wurde es geöffnet. Und als man da erwartungsvoll davor gestanden vor dem Schalter, ja, und hat gedacht, wie viel ist denn da drin, ja. An das erinnere ich mich, ja, das waren eigentlich so die ersten Erinnerungen an die Bank. Mein Lieblingsfach war schon immer Mathematik. Und mit Zahlen zu arbeiten und dann war für mich auch klar, mal ein Praktikum zu machen, auch bei der Volksbank. Und das hat mich bestätigt, dass ich den Beruf gern machen möchte, weil einfach der Kundenkontakt und ja, es ist jeden Tag was anderes. Man kann jetzt morgens nicht sagen, was passiert heute Abend was oder heute über den Tag. Es ist jeder Tag anders, es sind die Kunden anders, manchmal sind sie gut gelaunt, manchmal schlecht. 1993 ging es los mit dem Neubau und im Juni 1997 waren wir fertig damit und sind eingezogen. Der Ministerpräsident Teufel war da. Bei der Eröffnung der Bank hatten wir 12.000 Besucher an 2 Tagen. Die Glaskuppel über dem ganzen Gebäude, man sieht es ja hier, sehr plastisch mit den, das ist ja jetzt 20 Jahre gewesen, wir hatten ja vor einigen Wochen das 20-jährige Jubiläum der Fertigstellung. Ja, es war schon interessant und viele Sitzungen in der Baukommission, wo man mit eingespannt war. Ein Mann, mit dem ich einen ganz guten Kontakt hatte und der mir auch sehr imponiert hat, war Dr. Kunert, der nun im Ruhestand ist. Er hat den Laden umgekrempelt und hat ihm das Haus so hingestellt, wie es heute ist. Und dieses Bankgebäude hier, so wie es da steht, ist für mich ein architektonischer Klassiker.